Willkommen zurück bei Minecraft. In der letzten Folge konnte man da hinten noch den Turm sehen, aber jetzt nicht mehr, weil es ist ein Wanderturm. In der letzten Folge hing an dieser Wand da hinten auch noch ein bisschen mehr dran. Aber naja. Hallo? Haus? Bitte? Also ich frage mich echt, ob man dieses Spiel nicht ressourcenschonend da irgendwie programmieren könnte. Weil manchmal ist das mit dem Kartennachladen doch ein bisschen nervig. Aber naja, ich meckere wieder über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Schwupp, da ist es doch schon. Braucht halt all seine Zeit. Okay, ich wollte, was wollte ich machen? Eigentlich wollte ich ja mal Kürbisse haben. Es gibt keine Kürbisse hier. Warum hängt dieses Haus in der Luft? Tja, wir haben keinen Kürbis, wir haben kein gar nichts. Soll ich mich schon wieder auf die Suche nach Kürbissen begeben? Aber ich könnte mich ja mal doch auf eine kleine Reise begeben. Mal sehen, ich habe noch 8 Pfeile, das ist nicht wirklich viel. Habe ich hier noch irgendwo Pfeile drinnen? Nee. Ich habe ja unseren schönen Weidenbogen, genau, im Inventar. 64 Sticks, die brauche ich nicht. Spitzhacken, na gut, die kann ich alle machen. Schwert habe ich noch. Leitern. Naja, vielleicht sind sie sinnvoll. Das habe ich nicht. Ein Erdklotz habe ich. Das hier ist sinnlos. Das Brot nehme ich mal mit. Genauso wie ein bisschen mehr Brot. Gut, ich packe mal was hinten in die allgemeine Baukramtruhe. Meine Rüstung. Naja, der geht es einigermaßen gut. So, das kommt mal hier rein, das kommt mal rein, das kommt mal rein. 10 Fackeln habe ich noch, da mache ich mir gleich mal welche. Dann behalte ich mal ein paar Stickies im Inventar. Der Rest kommt weg. Das kommt weg, das kommt natürlich weg. Die Schaufel behalte ich mal drinne. Ja, so kann man das erstmal nehmen. So, jetzt mache ich mal hier kurz Fackel ein paar draus. Fackel, Fackel, Fackel. Schupp. Da stapel ich und wunderschön. So, den Bogen nehme ich auch mal hier rein. So. Gut, und ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal ein bisschen auf, naja, Landschaftserkundung. Also in die Richtung, also aus der Richtung kommen wir her. Dahinter wird dann Schneegegend und irgendwo ist dann unser Spawnpunkt. In der Richtung ist unser Turm und die Berggegend. Und ich frage mich einfach mal, was denn hier geradeaus ist. Ich dachte einfach mal dahin. Ich bin halbwegs gut ausgerüstet. Was soll denn schon schief gehen? Tralala. Ich sollte vielleicht nicht rennen, aber ich möchte auch irgendwann irgendwo ankommen. Ja, also als nächstes, was wir so machen könnten. Ein paar Eisentüren, das wäre mal echt eine tolle Idee. Da müsste ich mich mal nachher dran erinnern, dass wir ein paar Eisentüren machen. Und dann müssten wir eigentlich mit der Untergrundplanung weitermachen. Also wir machen erstmal wir bauen erstmal Eisentüren, würde ich sagen, als nächstes dann, wenn wir wieder da sind. Dann planen wir ein bisschen im Untergrund rum. Und nachdem wir im Untergrund rum geplant haben, würde ich sagen, wir gehen mal auf Creeperjagd. Genau. Also erst Türen bauen, dann Planung, dann Creeperjagd. Weil wir brauchen Schießpulver. Ja genau, ich kann ja eigentlich nichts dafür, dass hier Schießpulver zur Verfügung steht, denn da spucken ja die ollen Creeper aus und es wird dunkel und ich bin im Wald, das ist ganz gut. Da lang oder da drüben? Ach, geh mal hier drüben lang. Ich bleib mal ein bisschen in der Wüste, das ist ein bisschen übersichtlicher. Vor allem in der Dunkelheit, die hier bald einbrechen wird. Hat man das doch mal gerne um sich, so ein bisschen Wüste. Ja, also wir werden einen Haufen Creeper benötigen. Also das heißt, der ihr Schießpulver. Weil wir wollen uns ja da unten eine große Höhle reinsprengen. Na, mal gucken, was das wird. Bin ich mal ein bisschen halbwegs gespannt drauf. Es soll ja jetzt auch Hexenhäuser in den Sümpfen geben. Ach, und ein Zombie. Das ist ja sowas wie eine Minischlucht. Und bald werden die Viecher ankommen. Ach ja.
Na gut, vielleicht können wir jetzt schon ein paar Creeper ummetzeln. Wäre ja auch keine schlechte Idee. Creep, 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 creep. Also ich meine, ich spiele hier noch auf der 142, obwohl eigentlich schon die 144 draußen ist. Aber das hat einfach den Grund, weil ich habe keinen Bock, andauernd das Texture Pack zu erneuern. Oder beziehungsweise nicht erneuern zu können, weil das noch nicht draußen ist. Deshalb werde ich das nicht immer sofort updaten. Weil wäre doof, wenn hier alles voller Fehlermeldung ist. Das zerstört ein bisschen die Romantik. Was ist das eigentlich für ein Berg da? Das ist ja auch interessant. Muss ich mal hingucken. Deswegen geschlafen habe ich. Okay, also wenn wir sterben, verlieren wir zwar einen Haufen Krimskrams und unser gesamtes Level-Dingsbums da unten. Aber was soll's, das ist auch ein ziemlich faszinierender Berg, ne? Ich begebe mich mal hoch auf den faszinierenden Berg. So, 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 so. Ich mache mir eine Fackel hin, so als Zeichen, dass wir hier schon waren. Ja, das ist ein ziemlich dicker Berg, bei einer Schneegegend. Na, da schau her. So, nochmal eine Fackel gesetzt. Da schmilzt der Schnee drumherum. Das ist auch witzig. Wir sind. Wow! Okay. Ich glaube, hier geht's runter. Also habe ich so ein bisschen die Vermutung. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Tja, das sieht nach einer ziemlich großen Schneegegend aus. Wow! Ach du Scheiße. Ich bleib mal hier ein bisschen auf den Bäumen. So gut wie möglich. Weil der Boden ist tödlich. Warum renne ich mit Spitzhacke rum? Eigentlich sind hier ziemlich wenige Viecher, ne? Nur ein Creeper, der halt Bumm gemacht hat. Ja, der Berg ist an sich auch interessant. Obwohl ich ja nicht so ein Fan von Schneegegenden bin. So ein bisschen Verschwendung. Tja, rechts oder links? Ich gehe mal nach da. Und ich soll diese Tour nicht allzu lang machen, weil sonst werden wir nie mehr zurückfinden. Das ist eine Spinne, okay. Und da hinten war, glaube ich, ein Creeper. Ich verdrück mich mal hier so ein bisschen in die Uferregion. Eieiei. Na komm ran auf den Meter, du Mistvieh. Ja. Ich schwimme einfach mal ein bisschen. Es gibt ja keine aggressiven Fische, das heißt, wir dürften ja halbwegs sicher sein. Tralala, tralala, tralala. Also ein bisschen Tageslicht wäre nicht schlecht. Da drüben ist ein Skelett, das hat sich gerade irgendwo wehgetan. Da drüben sind drei Skelette, die sich nicht alle wehtun werden. Und ich gehe mal hier weiter am Ufer lang. Hey. Und wieder zwei Schießpulver. Okay. Ich sollte echt mal auf alle möglichen Viecher achten, die hier ankommen könnten. Weil die könnten nämlich auch unser Ende bedeuten. Aua. Na du Schweineigel. Komm her und messe dich mit mir, du Unhold. Und gib mir dein Stuff. Den Zombie an, aber kein Creeper. Okay. Und los, komm her. Das
die Creeper nicht irgendein Geräusch machen könnten? So ein Piep, 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 Piep Geräusch? Oder sowas wie, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Wäre unter Umständen mal ziemlich hilfreich. Ich schwimme einfach mal darüber. Das sieht nämlich schon wieder so wüstenmäßig aus. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Jetzt habe ich schon die Paranoia, dass uns irgendwas hinterher schwimmt, aber nee. Also ich habe keine Ahnung, wie wir zurückkommen werden. Halt ohne zu sterben. Ja, aber so halbwegs weiß ich es noch. So hinten, rechts, links, oben, unten. Das finden wir schon wieder. So, hier ist ein großer, dicker, fetter Berg, der nach Wüstengegend aussieht. Oder ist einfach nur ein Strand aus Stelzen? Da oben kommt irgend so ein Miesmupfel an. Seit wann haben die Schwerter, frage ich mich gerade. Was ist denn das für ein Quatsch? Ne, das ist ein Creepermann, ein Creepermann. Komm doch her. I will kill you. Or you will kill yourself. Okay, war nicht so erfolgreich. Naja. Oh Gott, wenn wir dann auf Creeperjagd gehen, müssen wir uns irgendeine ganz, ganz entlegene Gegend aussuchen, weil diese ganz, ganz entlegene Gegend wird dann aussehen wie Scheiße. Das sage ich einfach schon mal voraus, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ungefähr nur, naja, 50% der Creeper von uns getötet werden, bevor sie sich selbst töten. Und das ist nicht wirklich viel. So, dieser Onkli hat uns auf den Kieker genommen. Aber wir nehmen ihn dafür auf den Kieker. Hier ist noch eine Wüstengegend. Da ist Lava, so wie es scheint. Wenn die Creeper jetzt so ein... Uiuiui, da geht's aber tief runter. Will ich gar nicht. Wenn die Creeper jetzt noch so ein Kaktus-Skin hätten, wäre das echt richtig kacke. Und ihr könnt mir gar nichts mehr unterscheiden. Halt's Maul! I don't have time for you. And I don't have a sword in my hand. So. Oh, klar. Die Spinnen treffen einen aber auch immer. Haltet einfach mal alle die Schnauze. Erstens will ich euch nicht und zweitens brauche ich euch nicht. Das ist ein Enderman, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Der könnte mies werden. Komm mal her, Spinny. Da unten sind nur ein Creeper. Und keine Mehrzahl. Schade eigentlich. Tja, also das mit dem Sprengen, das wird mindestens genauso aufwendig wie mit der Spitzhacke. Ich habe gerade meinen Bogen weggeworfen. Ach, nur weil ich ein Kaktus gerannt bin, ne? Mann. Halt die Schnauze. Und gib mir meinen Bogen wieder. Du Eumel. Ja, warum bringe ich die Creeper eigentlich nicht mit dem Bogen um, frage ich mich gerade. Und die Antwort darauf ist klar, ich habe keine Ahnung. Pam. Pam. Und Pam. Ich bin Pamela Anderson. Weil sie dann vielleicht keinen Schießpulver ausspucken? Wäre aber doof. Da ist ein Enderman. Mit dem lege ich mich einfach mal nicht an. Aus Gründen der Schlauheit würde ich jetzt mal behaupten, aber ich habe ja keine, deswegen lasse ich das mal. Wenn man Creeper mit dem Bogen umbringt, spucken die keinen Schießpulver aus? Gibt es so eine Regel? Muss ich mal nachgucken, wäre doof. Aber ich stelle mich erstmal hier oben auf den Feldherrnhügel und genieße den Ausblick und würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder und bis dahin, tschüss.